Ja, ist ganz wichtig, weil viele haben es, ich wurde auch von vielen Leuten gefragt, wie läuft denn das nachher? Und die Sache ist wirklich so, wir hatten jetzt am 4.7. eine Stadtvertretersversammlung. Hier in Sassnitz gehabt. Also ich als Bergener Einwohner, ich darf ja da dann zwar teilnehmen, als stiller Beobachter, ich darf mich natürlich nicht zu Wort melden. Hier kann ich mich schon zu Wort melden und da sieht es ein bisschen anders aus. Aber ich bitte alle Sassnitzer wirklich über dieses Thema abzustimmen. Und da, wie gesagt, am 6., am 4.7. gab es eigentlich den Antrag der Stadt, der Verwaltung auf Ablehnung des Bürgerbegehrens, des ersten. Und er sah es ja wirklich so aus, wir wussten nicht, wie es ausgeht. Wir standen alle da, beziehungsweise saßen da und haben gewartet. Und es war wirklich so, dass also die gegen die Ablehnung gestimmt haben, 9 anwesende Stadtvertreter, eine Enthaltung und 3 waren dafür, dieses Bürgerbegehren abzulehnen. Und da kam der ganz interessante Knackpunkt, wo ich sagte, okay, jetzt ist die Demokratie völlig beerdigt. Da sprang ein relativ hageres Männlein auf und stellte sich vor, er sei der Herr Knabe von der Rechtsaufsichtsbehörde in Stralsund und meinte, so geht das nicht. Und hat allen Ernstes die Stadtvertreter aufgefordert, hier und jetzt ihre Entscheidung zu revidieren. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Ja, ich kann doch nicht eine freie Entscheidung der Stadtvertreter auffordern, das abzulehnen, also zu revidieren. Das hat mit Demokratie meiner Meinung nach überhaupt nichts mehr zu tun. So, dann kam dann kurze Zeit später, eigentlich war Sommerpause, kam die Aufforderung zu einem neuen, am 25. Juli war das, einer neuen Sondersitzung hier in Sassnitz. Da waren wir ebenfalls wieder da und da wurde dieses Bürgerbegehren, also dieser Antrag auf Ablehnung des Bürgerbegehrens, das ist mal ziemlich schwierig, das ist die doppelte Negation, wurde mit 6 zu 6 Stimmen auch wieder nicht abgelehnt. Also 6 Stimmen waren dagegen, das abzulehnen, und 6 waren dafür, das abzulehnen. Also gab es in dem Sinne wieder keine Entscheidung. So, und wir als Bürger wollen natürlich eine Entscheidung herbeiführen, und zwar, dass darüber abgestimmt wird. Und die Argumentation, es würde sich hier um eine Suggestivfrage handeln, deshalb auch jetzt das zweite Bürgerbegehren, das wirklich von Juristen ausgearbeitet wurde, ja, die sich mit solchen Sachen auskennen. Und es wurde wirklich exakt gesagt, es ist genau so, wie das hier steht, müsst ihr es machen. Also wenn sich der eine oder andere das durchliest, hat er sicher seine Probleme, das zu verstehen, weil das unwahrscheinlich viele Paragraphen und Formulierungen und Verklausulierungen sind. Aber leider muss das wirklich so wichtig draufstehen. Und deshalb gibt es auch nur noch Platz für 5 Unterschriften drunter. Es ist halt so, also es ist eine Papierschlacht. Aber die müssen wir leider so führen. Und dann war es ja am gab es ja keine weitere Entscheidung. Uns wurde ja nur gesagt, es handelt sich hier um eine Bundesangelegenheit. Ich meinerseits habe da eine Anfrage bei Norbert Benedikt, dem Stadtpräsidenten, gemacht, wo denn die Verbindung zum Bund ist. Warum ist das eine Bundesangelegenheit? Ja, ich habe bis zu dato noch keine Antwort drauf gekriegt. Ja, weil, wie gesagt, wie auch Norbert schon gesagt hat, es ist eine reine privatwirtschaftliche Geschichte mit einem städtischen Unternehmen und einer privatwirtschaftlichen Unternehmung. Und was man von diesen Leuten halten kann, weiß ich nicht. Ich halte nicht allzu sehr viel von denen, aber es hat sich ja gezeigt, der Herr Gneuen, der Anwalt, den die Stadt oder die Gemeinde Binz beauftragt hat, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Da muss ich sagen, Chapeau. Und was der über die Regas herausgefunden hat, und auch veröffentlicht hat, das hat es sich gewaschen. Das hat es sich wirklich gewaschen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ein voller Jurist, was ein Anwalt ist, ganz sicher weiß, wenn er Behauptungen in die Welt stellt, die er nicht belegen kann, nicht beweisen kann, macht er sich angreifbar. Und die Deutsche Regas hat jetzt
den Anwalt der Gemeinde Binz vor Gericht gezerrt. Das kommt jetzt in München. Und die wollen eine Unterlassungsklage erwirken, dass er nicht mehr sagen kann, die Aussagen, die er getätigt hat, zur Finanzierung des ganzen Projektes, zu der Expertise dieser Leute, die soll er nicht mehr sagen dürfen. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie das ausgeht. Normalerweise, von formaljuristischen, müsste es völlig klipperklar sein, ja, weil der Mann wird garantiert nichts auf den Tisch legen, was er nicht wirklich beweisen kann. Ja. Als Anwalt weiß er das ganz sicherlich. So, ich würde noch mal sagen, wir haben noch einen guten Herrn von uns aus Selin. Wenzel Remus, sage ich noch. Ernst, willkommen.